Hier, Frames? Hey, Barack Obama. Selten einen so guten Kampf hier gehabt. Klar, war total spannend. Du verstehst dein Handwerk, Mora. Und wie? Das ist jetzt alles, oder was? Naja, gut, was soll's. Moment, ich muss mal kurz mein Mikro ausrichten. So. Ja. Die Konstruktion, wie ich hier mein Mikro immer stehen habe, ist auch geil. Ich habe ja so ein Handmikro, das eigentlich für Bühnenauftritte zum Singen eigentlich ist. Und weil ich keine Halterung dafür habe, weil es halt normalerweise in der Hand gehalten wird bei Auftritten, habe ich jetzt hier Knoten aus der Zunge lösen, könnte helfen. Habe ich diese tolle Konstruktion hier bei mir, dass ich einen Ordner von mir aufgestellt habe, auf dem jetzt das Mikro liegt. Das ragt gerade so über den Laptop drüber, so dass ich reinreden kann. Ist das nicht wunderbar? So, jetzt sind wir einmal durch die Stadt durch und müssten ja eigentlich soweit alles abgehandelt haben. In der Stadt werden Wachen gebraucht. Dann geh ich mal nachsehen. Geh zu Denpop und sag ihm, ich bin ab jetzt in der Stadt. Das war ja einfach. Na gut, haben wir jetzt schon mal Frillock als Wache in der Stadt. Das ist auch schön. Können wir eigentlich hier was schleifen und so? Nein. Okay, da brauchen wir eine extra Talenttür. Das ist ärgerlich. Können wir uns aber vielleicht irgendwann bei Gelegenheit mal mitholen. So, dann müssen wir jetzt noch hier zum Kardok oder wie er hieß und ihm seinen Hammer überreichen. Dann haben wir gleich noch die nächste Aufgabe mitgelöst. Ich denke, wir kommen ganz gut voran. Aber hier ist halt auch nichts wirklich Herausforderndes. Das ist alles bloß so ein... Ja, so ein Sammle dies, Quatsche mit dem Zeug, ne? Ist halt alles nichts wirklich Besonderes. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Ja, und da hätte man jetzt eigentlich eine Folgequest machen können, was hat der Hammer in der Arena zu suchen gehabt? Und da hätte man noch irgend so einen Twist zwischen den Orks einbauen können. Aber nein, die ganze Sache ist schon abgehakt an der Stelle. Silden braucht einen Schmied in der Stadt. Ah, sehr gut, endlich Arbeit. Dann sitze ich hier wenigstens nicht mehr nutzlos herum. Hey, wenn du Interesse an Schmieden hast, besuch mich ruhig in der Schmiede, Kleiner. Unbedingt. Mach ich. Unbedingt. Gut, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Ja, verpiss dich. So, haben wir noch irgendwelche Aufgaben hier? Da war doch noch irgendwas, ne? Orksöldner. Ach, wir mussten, glaube ich, für den einen hier noch die Tarach finden. Also die Axt quasi. Für Quadir hatten wir sonst nichts mehr. Hatten wir uns das Schwert von dem geholt? Ja, das, die Waffe weg. Das ist der Krummsäbel, okay. Ja, ist ja gut. Setzt euch wieder hin, ist da alles in Ordnung. Ich wollte mir bloß mal meinen Säbel anschauen. Meine Güte. Krieger? Ach hier, Irmak, genau. Okay, nix. Ich wollte bloß schauen, welcher das war hier. Gut, hier waren wir noch gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Beim Lagermeister müssen wir auch mal vorbeischauen. Hey, Gibbes! Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwald. Mein Name ist Gibbes. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Wunderbar. Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Lass mich raten, wir sollen Fischfässer für dich sammeln. Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Ich besorg dir Felle. Dann geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der 8 Kisten schon überfällig. Okay, dann... Wir sollten doch sowieso mit dem einen Typen hier zur Jagdhütte gehen, oder? Hatte der es nicht vorgeschlagen? Mir war so. Woher soll ich dir die Fische holen? Von den Fischern am Fluss. Man hat mir 8 Fässer versprochen. Die kriegst du. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Sie müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Die ich mir in die Hosentasche stecke, genau. Es gibt Fisch. Ah, die Fischfässer. Hier der Lohn, Fremder. So, das schon mal. Schauen wir mal, was der so an Waren hat. Ja, Orkrüstung. 25.000 ist vielleicht etwas sehr viel, würde ich sagen. Können wir uns nicht leisten, aber wir können ja mal gucken, was wir hier so verkaufen könnten. 5.000 kriegen wir hier. Ja, komm weg damit. Die Pfeile weiß ich nicht, ich lasse die mal da, die bringen ja eh nicht viel. Von daher können wir die auch lassen.
Schauen lieber mal hier noch bei den Tränken und so. Ach nee, das ist alles bloß Kleinkram, das bringt nichts weiter. Vielleicht das Wolfsfell. Oh, wobei ich soll ja Fälle sammeln, da wäre das jetzt vielleicht irgendwie doof. Ansonsten... Ja, komm, was soll's. Weg mit dem Scheiß hier. Schwefel brauchen wir nicht. Das Gold können wir mal da lassen. Man weiß ja nie. So, Goldausgleich, tauschen, wunderbar. Hätten wir das. Halt, Waffenbündel für mich. Hast du noch mehr davon? Ist ja schließlich eine Lagerhalle, da könnte man das ja unter Umständen erwarten. Tatsächlich. Gut. Wir könnten natürlich auch, das wäre sehr lustig, wenn wir einfach die Holzstapel hier hinten einsammeln und ihm dann geben würden, aber das geht ja leider nicht. Wäre ja auch zu schön. Ach, jetzt hackt das wieder. Das ist ja uncool. Ach hier, hier oben ist noch einer. Ah ja. Der Orksöldner. Keinen Ärger, klar? Der Orksöldner am Alchemietisch, genau. Wir sammeln mal hier noch schnell das Waffenbündel ein, ansonsten ist er ja eh nix, so wie es aussieht. Okay, ich hätte auch den einfacheren Weg über die Treppe draußen nehmen können. Aber was soll's. So, schauen wir mal, was wir jetzt an Quests noch so haben hier für die Gegend. Wo sind wir Silden? Hier oben. Bring die Felllieferung der Jäger zur Mühle. Das Holz aus dem Gefangenenlager. Denpok soll wissen, dass Frillock ab jetzt in der Stadt. Bla. Hatlots verschlammte Werkzeuge. Genau, wir müssen noch an den Fluss. Inok lässt heimlich Sklaven frei. Was soll ich damit jetzt noch machen? Ach so, da könnte ich wahrscheinlich zum... Alles klar. Da kann ich jetzt noch zum Sklaventypen gehen. Nehme ich mal so an. Wo ist denn das? Ich kürze mal ab. Hüpf. So. Bevor ich jetzt erst hier stundenlang den Eingang suche. Dafür muss ich jetzt stundenlang nach dem Aufseher suchen. Ist auch toll. Aufseher, wo bist du? Warst du der Aufseher? Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Okay, scheinbar nicht. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu bewachen. Oh. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Die Maras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Na, dann komm doch einfach in die Stadt. Denpok braucht mehr Wachen in der Stadt. Ich geh. Melde das Denpok. Verstanden? Klar, und lass die Sklaven einfach unbeobachtet. Das ist auch okay. Kann ich helfen? Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gewäß gebracht werden. Das wollte ich sowieso noch einsammeln. Ich wusste nicht, dass das Gefangenenlager hier gemeint ist. Ich dachte, so irgendein anderes Holzfällerlager oder so. Aber gut, wenn wir hier einfach sammeln müssen, dann machen wir das doch gern. Hier haben wir bloß Sklaven. Wo ist denn das Zeug? Das hat er mir nicht verraten, wo ich das Holz jetzt finden kann. Das wäre noch eine ganz nützliche Info gewesen. Hier ist auch bloß Stroh. Stroh und Gehacke. Leute! Muh, ich hasse die Welt. Lauf doch ein bisschen flüssiger, Mensch. Ach, hier drüben, alles klar. Brennholz, genau. Ja, genau, 2 Frames pro Sekunde, das ist genau das, was ich brauche, damit macht Let's Play Spaß. So, komm. Lalala. Was war's? 10 Stück soll ich sammeln, oder? Das kann etwas kompliziert werden, 10 Stück. Also ich weiß nicht, wo ich hier die restlichen 7 jetzt noch auftreiben soll. Hey, haben wir sogar einen Sklaven, mit dem wir reden können. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert. Was? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Hä? Du meinst sicher, wofür haben sie dich inhaftiert, oder? Also irgendwie war das jetzt ein bisschen seltsam ausgedrückt. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Na, sowas auch. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Ein Feuerkelch? Na, das klingt doch gut. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Na, so ein Ärger.
Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Ja, dann soll ich euch jetzt wahrscheinlich ein paar Stücken Fleisch bringen, oder? Ich besorge euch was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Was brauchst du denn? Ich hab auch Zeug einstecken. Dieser ewig mies gelaunte Drecksack Gambal ist dein Freund? Ja, das ist er. Fremden gegenüber ist er immer etwas komisch, aber er ist ein herzensguter Mensch. Schon klar. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Dank dir. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Wie das eben so ist unter Sklaven, da hat man mal 5 Heiltränke einstecken in der linken Hosentasche. Ja gut, dann, wir gehen dann trotzdem mal bei dem Typen vorbei und schauen mal, ob wir unser gebratenes Fleisch wiederkriegen. Ansonsten haben wir jetzt halt so einfach mal Fleisch rausgehauen. Haben ja immerhin unseren Ruf bei den Rebellen verbessert. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. In Zapotecs Hütte also. Na, dann werden wir noch gleich mal vorbeischauen. Ich will die Orks bekämpfen. Eigentlich nicht. Dann hör mir gut zu. Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Gut zu wissen. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Die werde ich euch aber nicht vorbeibringen, glaube ich. Ich werde das Zeug lieber behalten und dann den Orks vorbeibringen. So, du bist doch Zapotec, ne? Genau. Hast du da irgendwo einen Feuerkelch rumstehen? Ich guck mal kurz. Tatsächlich, da steht ein Feuerkelch. Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. So. Ein Mensch namens Enoch hat einige Sklaven befreit. Ich wusste es, ein dreckiger Mann. Für den Kerl werde ich mir was Besonderes überlegen. Hier, dein Gold für den miesen Verrat, Bauer. Du brauchst dir nichts mehr für den zu überlegen, mein Freund. Das habe ich schon übernommen. So, speichern wir mal. Wollen wir mal schauen, ob wir uns vielleicht reinschleichen können. Sollte ja machbar sein eigentlich, oder? Schauen wir mal. Ja, genau. Guck woanders hin, Zapotec. Der steht gleich vor der Tür hier, aber sieht's nicht. Okay. Hallo, Feuerkelch. Genau den. Wunderbar. So, haben wir den. Ansonsten gibt's ja hier ja auch nichts, so wie es aussieht. Außer ein bisschen Brennholz vielleicht. So, treten wir nochmal ins Pult. Hier steht nichts Neues. Ach, so ein Ärger. Na gut, dann schleichen wir fix wieder raus. Und machen uns von dannen. Feuerkelch Nummer 2 ist es doch, oder? Ich glaube schon. Der hat nicht mal was dagegen, das ist schön. So, das kriegen die ja immer gleich mit, wenn man was klaut. Aber wahrscheinlich, weil es hier so questmäßig ist. So, den interessiert es auch gar nicht, dass ich den Feuerkelch jetzt habe. Okay. Gut, was haben wir denn jetzt noch an Quests? Wir müssen auf jeden Fall mal kurz bei Denpok vorbeischauen, um dem Bescheid zu sagen. Ansonsten müssen wir noch die Hellebarde von Irmak finden. Und dann müssen wir am See noch die Viecher tot machen, die Hadlots Werkzeuge verschluckt haben. Das sollten so die nächsten Sachen sein, die wir angehen. Gut, wo komme ich denn zu Denpok? Irgendwo muss er doch hier sein. War das hier drüben? Ich glaube schon, ja. Genau, da drüben ist der Eingang. Und dann müssen wir ja auch noch zu der Jägerhütte hoch. Eigentlich könnten wir es auch gleich mitmachen, oder? Ja, wir gehen jetzt erstmal fix zu Denpok. Moment. Ach so, ich dachte gerade, da steht ein Assassiner rum und hämmert, aber war dann doch keiner. Denpok!